Endlich 3 Punkte in Meidling. Das ist das erklärte Ziel der Wiener Viktoria und von Coach Toni Polster. Die Gäste beginnen gut, erste Möglichkeit, und Stefan Lerner verfehlt hier knapp. Freistoß für die Gäste. Lattenköpfler von Akaslan. Hier hätte es schon 1:0 für Gerersdorf stehen können. Mit der ersten guten Möglichkeit bringt Blair den Ball zu Schicker. Schicker verwertet per Kopf und es steht 1:0 für die Wiener Viktoria nach 9 Spielminuten. Schöne Vorarbeit von Nigel Blair, der leider nachher verletzt ausscheiden muss und durch Philipp Smoller ersetzt wird. Viktoria mit der nächsten Aktion. Weiter Ball auf René Schicker. Der sieht auf Sid Milosavljevic und er staubt trocken ab und es steht 2:0 nach 14 Minuten. Schöne Vorarbeit von René Schicker. Milosavljevic in verdächtiger Abseitsposition. Reklamationen von Gerersdorf sind natürlich die Folge. Gerersdorf-Trainer Werner Hasenberger kann es nicht glauben, wie sich seine Hintermannschaft hier verhalten hat. Nach 27 Minuten gelingt den Gästen der Anschlusstreffer. Viktor Okolo setzt einen Kopfball perfekt in die Maschen und es steht nur mehr 1:2. Freistoß Holzgettern und Knoblechner im Tor von der Wiener Viktoria hält bravourös. Die Gäste drücken auf den Ausgleich. Nächste Möglichkeit und wieder an die Latte. Stefan Lerner hat momentan das Pech an den Beinen kleben. Eine Aktion an der Strafraumgrenze der Viktoria. Man fordert Elfmeter, rote Karte. Der Schiedsrichter bespricht sich mit den Assistenten und im Endeffekt gibt es nur Freistoß. Siegel kann daraus nichts verwerten und es bleibt beim 2:1 für die Viktoria. Prager fasst sich ein Herz, zieht direkt Volley ab und trifft das Lattenkreuz. Tolle Aktion von Thomas Prager, der hier mit einer perfekten Schusstechnik beinahe ein weiteres Tor erzielt hätte. Halbzeitstand 2:1. Ein tolles Spiel, gute Werbung für den Wiener Fußball. Die Gäste legen gleich nach Beginn wieder richtig los. Lerner wieder mit einer Möglichkeit und auch dieser Ball geht knapp am Tor vorbei. Kurios die nächste Situation. Die Gerersdorf-Mannschaft kann den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Der Tormann lässt den Ball ein zweites Mal aus. Hier kommt Weber und Weber trifft das leere Tor nicht. Das passt Trainer Toni Polster als ehemaliger Top-Torjäger überhaupt nicht. Wieder die Gäste. Siegel bedient hier Lerner und Lerner aus Abseitsposition. Zurückgepfiffen. Wilde Proteste auch hier. Eine sehr knappe Entscheidung. Akaslan mit dem hohen Ball in den Strafraum. Aber auch hier gelingt den Gästen kein Treffer. Aufregung bei der nächsten Situation. Simandl bringt Siegel zu Fall. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Am Ende endlich 3 Punkte für die Wiener Viktoria auf heimischer Anlage. Die Freude kennt keine Grenzen.